Hallo meine Lieben und willkommen wieder zurück zu Kingdom Hearts. Mein Name ist der Lifehaus, alias T-Life. Und ja, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich habe da jetzt schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie ich das am besten machen werde. Es wird folgendermaßen sein. Ich werde das Spiel beenden, also im Sinne von, ich werde das Spiel so erstmal durchspielen. Egal wie lange es jetzt dauern sollte. Und werde das dann so machen, dass ich dann Bonusparts noch machen werde. Wo ich dann versuche, so gut es geht, so viel wie möglich noch zu zeigen. Also sprich, Truhen jetzt beispielsweise, noch andere Gebiete etc. pp. Das werde ich dann alles nachträglich alles noch zeigen, so gut es geht. Falls ihr irgendwelche Informationen haben solltet, also sprich, was ich dann machen sollte oder tun könnte, wie auch immer, könnt ihr das dann auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Wäre natürlich super, aber jetzt machen wir erstmal weiter. Brauchst du Hilfe? Rico! Ist was rein? Ja, ein Schlüsselschwert. Aber dieses hier hat die Fähigkeit, die Herzen der Menschen aufzuschließen. Darf ich es euch demonstrieren? Seht her! Was? Nun, öffne dein Herz und übergib es der Dunkelheit. Werde eins mit der Dunkelheit! Das ist es. Diese Macht. Dunkelheit. Die ewige Dunkelheit! Oh shit, fuck! Autsch. Schnellschutz. Das Problem hier an der Sache ist, die hat übelst viel HP. Und ihre Angriffskraft ist auch nicht zu verachten. Na toll, danke Donald. Ist ja mal schön, wenn du springen würdest, Sora. Es wäre wirklich schön, wenn du mal springen würdest. Oh oh. Och, Sora! Spring doch mal dann, wenn man es dir... Wenn man es dir befiehlt, das würde man... Wow! Ja genau, übertreib doch gleich, ey. Alter, nee, das nehme ich nicht so ohne weiteres hin. Das nehme ich jetzt nicht so ohne weiteres hin. Er ist auch nicht gesprungen, wie man es ihm aufgetragen hat. Das ist jetzt echt gerade so... Kann ich das nicht irgendwie... Nein.
brauchst du Hilfe. Rico! Ja, ein Schlüsselschwert. Aber dieses hier hat die Fähigkeit, die Herzen der Menschen aufzuschließen. Darf ich es euch demonstrieren? Seht her! Was? Nun, öffne dein Herz und übergib es der Dunkelheit. Werde eins mit der Dunkelheit! Das ist es! Diese Macht! Ja. Die ewige Dunkelheit! Wäre eben Sora mal gesprungen, wie man es ihm befohlen hätte, dann hätte es mich um einiges weniger Zeit jetzt gerade gekostet. Und ich hätte nicht so ein Problem gehabt, aber nein, er musste ja unbedingt sich denken, nö, ich spring einfach mal gar nicht. So. Schutz. Genau das meine ich. Oh. Nein. Geh doch nicht in diese Flammen noch gleich rein, du Idiot! Natürlich. Ich sehe nichts! Ja, genau. Oh, danke. So, haben wir es jetzt langsam? Kamera! Ja, genau, geh in die Flammen rein. Er springt auch nicht, ist das geil. Er springt einfach nicht. Er springt nicht. Geh da weg!
Heilung. Danke. Das meine ich jetzt ernsthaft. Oh shit. Alter! Ja, zielsuchende Flammen. Ja, viel. Alter. Nein, 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 Goofy stirbt mir ja nicht weg. Oh. Ja, die St die Alte steht da so blöd, oder beziehungsweise das Feuer stand da so blöd gerade. Natürlich. Dass ich da... Shit, ich muss da weg. Mach doch nicht immer die B-Taste! Mann, danke! So, wenigstens ist Goofy wieder im Spiel. Nix da, Goofy, du stirbst mir nicht weg. Gesagt, hier stirbt mir keiner weg, ist das klar? Autsch. Ich sehe nichts. Nein, Goofy, auch du stirbst mir nicht weg. Danke, Donald, dass du mich gerade in dem Moment gerade gerettet hast. Immer wenn ich gerade heilen will, ey. Oh ja, genau. Ich verstehe es einfach nicht. Jedes Mal geht er in diese Scheißflamme rein, obwohl er es nicht soll. Warum? Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass diese blöde Cutscene jetzt wieder machen muss, ey. Boah, ey, geht mir das gerade gehörig auf die Eier. Mich nervt das nur in dem Sinne gerade so, weil ich... Ich war im Prinzip eigentlich gerade ganz gut. Ich hatte ja schon ihre Energie schon, ich glaube, jetzt in dem gelben Bereich gerade gebracht. Also sprich, es war schon ziemlich gut. Oder orangenen Bereich, wie auch immer. Auf jeden Fall war das eben gerade so, so gut. Und jetzt auf einmal denkt sie sich so, ich schieb's dich mal schön in die Flammen rein. Und Sora denkt sich, nö, ich springe einfach gar nicht mehr. Weil ich einfach nur zu dämlich bin, um irgendwas richtig zu machen. Werde eins mit der Dunkelheit.
Es ist einfach nur ätzend. Das ist es. Diese Macht. Dunkelheit. Die ewige Dunkelheit. Also wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte mit diesem Versuch, ist ja jetzt egal, wie das jetzt ausgeht. Sollte ich das nicht schaffen, werde ich hier erstmal abbrechen. Und dann beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall nochmal da rangehen. Ich nehme das nicht so hin. Ja, genau das wieder. Jetzt sollte ich gerade gleiten. Auf jeden Fall, ich soll gleiten, dann macht das nicht, dann macht das wieder. Das wäre jetzt beinahe eben wieder schief gegangen, ey. Au. Niemand stirbt mir hier weg. Auch mich in die Flammen reinzuschubsen, du blöde Kuh. Oh, ich bin auch so blöd. Natürlich, ich kann noch die Flammen wegballern. Das ist ja nicht schon eher drauf gekommen, wenn wieder. Au. Ja, schubst mich wieder in die Flammen fast, meine. Ich sehe nichts. Geil. Luffy. Ja. Ja. Ich verliere einfach zu viel an Power gerade, das ist nicht gut. Nächster. Keiner von euch wird hier komplett sterben. Ist das klar? Oh.
Oh, das ist so unfair, wenn man die Flammen abwehren will, aber nicht dazu kommt, weil diese blöde... Nö, 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 nö. Mädel, ich werde hier nicht sterben. Das kannst du knicken. Wenn ich dafür über diese Flammen rübergleiten muss. Ist mir so egal. Das war geil. Alter, was habe ich gerade an der IP kassiert? Wow. Ich muss da weg. Dankeschön. Gut, dass ich im letzten Moment gerade noch was gemacht habe. Erstmal wieder verteidigen. Kannst du mich mal durchlassen? Dankeschön. Es ist so einfach, lass ich mich nicht umbringen. Das Feuer ist im Moment das größte Problem, was ich habe. Sie selbst ist nicht das allerschlimmste Problem, aber ihre Angriffe oder beziehungsweise ihre Feuerangriffe, die sind das größere Übel, weil die tun echt extrem weh. Heil dich doch! Mann, geh doch aus diesen Flammen raus! Das ist immer das Gleiche, er bleibt bei diesen Flammen drin. Heilung geht jetzt gut. Alter, ich bin eher mehr am Heilen, als dass ich irgendwie versuchen kann zu überleben. Das ist gerade echt scheiße. Also besser gesagt, nein, nicht um zu überleben, sondern eher um anzugreifen. Ich komme jetzt kaum was. Genau das meine ich. Au! Ja, genau in die... Ja, wie soll ich die denn jetzt angreifen, ey? Thank you.
Scheiße. Danke. Bin gar nicht erst genau. Scheiße. Dir gebe ich. Ja, gebe ich, ey. Ich werde hier nicht sterben. Ich hab gesagt, ihr werdet beide nichts hören. Dafür sorge ich. So. Natürlich lässt sie wieder ihr Feuer sprechen. Ja, klar. Kamera! Du bist keine große Hilfe gerade! Ah! Alter! Komm schon! Sind wieder die Flammen wieder das Problem, ey. Erstmal schön fett wiederbeleben. Och, nicht schon wieder die Flammen. Und ich bin so kurz davor. Zwar leben. Goofy heilen. Ich krieg nicht weiter Schnüffel.
krieg dich. Wenn ich mal was sehen würde. Nope. So, jetzt habe ich dich. Mann. Welch Ironie. Sie war auch nichts weiter als eine Marionette. Was? Die Herzlosen hatten Malefiz von Anfang an nur benutzt. Sie hatte nicht bemerkt, dass die Dunkelheit in ihrem Herzen sie auffrisst. Das Ende passt zu dieser Närrin. Feuer... Feueropal? Oh Mann. Oh Leute, ich war noch nie so froh darüber, dass ich das hier jetzt hinter mir habe. Da könnte ich zwar jetzt hin. Theoretisch gesehen. Werde ich aber jetzt nicht tun. Ich werde hier nämlich diesen Part beenden für heute. Beziehungsweise jetzt erstmal speichern. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir uns dann nicht diese Tür, sondern die andere Tür vornehmen. Also nicht die, die hier jetzt vor uns gerade erschienen ist, sondern die, die auf der anderen Seite war. Ich will nämlich mal wissen, was da sich befindet. Ich weiß es nämlich jetzt nicht. Ich muss mal kurz gucken, ist da vielleicht was eingezeichnet? Ah. Ne, ich glaube nicht. Na gut. Wie gesagt, das werden wir dann alles beim nächsten Mal herausfinden, was da auf sich wartet. Tut mir leid, dass ich auch so ein bisschen sauer war, aber ich war so nah dran bei dem zweiten Versuch, das war ja schon fast unfair. Zu unfair. Na gut, auf jeden Fall hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat und ich kann daraufhin nur noch sagen, bis dahin. Ciao, ciao.